Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video meinerseits. Es handelt sich hier wieder um ein Unboxing-Video und zwar diesmal was ganz Besonderes. Ja, was könnte das wohl sein? Machen wir es doch einfach mal auf und gucken nach. So, ziehen wir hier an der Flasche. Klappen das auf. Sieh da, ich weiß ja schon, was drin ist. Da freue ich mich sehr drauf. Ta-da-da-da. Das hier ist der Super Mario Maker für die Wii U. Und zwar die Artbook Edition habe ich mir geholt. Wer in dem Bereich sich ein bisschen besser auskennt, der wird wissen, dass er heute am 13. September 1985, also so ziemlich genau vor 30 Jahren, das Mario Brothers, Super Mario Brothers für den Nintendo released wurde. Ja. Dieses Spiel habe ich mir jetzt bestellt. Was ist das Besondere an dem Super Mario Maker? Ganz einfach, man kann hier endlich nach über 30 Jahren, die ich jetzt gewartet habe, eigene Level bauen. Im Mario-Universum, und zwar, wenn man mal hier genau guckt, gibt es 4 auszuwählende Themes, mit denen man ja quasi Level entwickeln kann. Das ist einmal Mario Brothers, die klassische Variante von 85, dann Mario Brothers 3, Mario World und New Super Mario Brothers Wii U, beziehungsweise New Super Mario Brothers U, nicht Wii U. So, und jetzt gucken wir einfach mal, was hier drin ist in der Packung. Einmal das Game. Nicht in dem Stil der Verpackung, was ich eigentlich gedacht hätte von der Werbung, die man bisher so gesehen hat zu diesem Spiel, dass das Cover dieses Spiels auch in der Art designt wäre. Nein, die Verpackung des Spiels hat tatsächlich ein eigenes Design. Finde ich jetzt aber nicht verkehrt. Sieht ganz gut aus. So, und dann ist hier noch in einer Pappe geschützt das Artbook bei. Was ist das Besondere an diesem Artbook? Erstmal das Design ist schön, ne, mit diesen alten Steinen, beziehungsweise hier den Fragezeichenblock, ein weiteres bekanntes Objekt. Gucken wir jetzt einfach mal auch rein in das Buch. Zu dem Booklet. Also, wir haben jetzt hier das Spiel. Packen wir das Spiel auch mal aus. What is in the box? In the box ist natürlich der Datenträger, auch mit einem schönen Artbook vorne drauf. Ja, und die üblichen Epilepsie-Warnungen und ein bisschen Handbuch bei. Naja, nicht wirklich, nur bedingt. So viel zum Inhalt dieser Verpackung. Was kann ich sonst noch dazu sagen? Für mich ist das natürlich insofern was ganz Besonderes, weil ich doch ein sehr großer Mario-Fan bin und die meisten zumindest Jump'n'Run-Abenteuer von Mario besitze. Und ich freue mich jetzt wirklich darauf, in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten mit diesem Spiel kreativ zu werden. Einerseits Level von euch, von der ganzen Welt zocken zu können, dran zu verzweifeln, wie das früher auch teilweise bei den schwierigen Leveln der Fall war, aber auch selber Level zu bauen und zur Verfügung zu stellen und mal zu schauen, wie andere Leute meine Spiele bzw. meine Level zocken. Da freue ich mich einfach drauf. Wie gesagt, habe mir eigentlich schon immer sowas gewünscht, also sprich ein Programm, was mir die Option bietet, Level zu bauen und selber kreativ zu werden. Im Endeffekt ist da jetzt ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, dass Nintendo jetzt den Schritt gegangen ist und so ein Spiel tatsächlich nach so vielen Jahren dann doch mal auf den Markt gebracht hat. So, das soll es aber dann auch zu dem Spiel gewesen sein. Vielleicht noch eine kleine Info am Rande. Ich habe ja gesagt, dass ich in meinem letzten Unboxing-Video
der Loot Raider Box im August habe ich gesagt, dass ich ein Projekt starten wollte, in dem ich in meinem Mac Mini eine SSD einbaue. Die Videos dafür sind alle abgedreht, aber ich habe halt einfach festgestellt, dass ich doch sehr viel Schnittarbeit leisten muss. Und ja, deswegen kann das noch eine Weile dauern, bis diese Videos dann wirklich online gehen. Ich bin dran, also ich kann euch versprechen, da wird was kommen, aber im Moment habe ich einfach andere Prioritäten bzw. einfach nicht die Zeit dafür. Ich bitte das zu entschuldigen und ansonsten weiterhin viel Spaß mit meinem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!